An alle Einheiten. Los, denkt sich. Offizier. Oh, jetzt bin ich gegen Clown gerannt und bin gestorben. Na schön. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu ja, Mafia 3, Freunde. Und es wird langsam Tag. Und wir gehen jetzt mal ganz schön hier rein, weil ich habe nämlich gerade geschossen. Aus Versehen, natürlich. Und bevor jetzt hier die Polizei kommt, werden wir jetzt hier die nächste Mission anfangen. Ab geht's. Eine Sache, die Lincoln nicht gesehen hat oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte, war, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde, wie die Haitianer. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Das hätte sich nie geändert. Und so ließ ich Lincoln mit Zamakano ein. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt? Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam. Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie. Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben. Früher oder später. Passt du einmal nicht auf und das war's dann. Also, was unternehmen wir wegen Marcano? Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen da aber nur als Angestellte rein. Also es wird dir nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Schön. Wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Und du wirst tun, was immer Sal will. Klar? Tu es für uns alle. Ja, Sir. Ja, fast nie, aber nicht alles. Nee, es gibt auch Grenzen, Freunde. So, wollen wir mal loslegen. Fahrmodus. Für ein realistisches Fahrerlebnis können erfahrene Spieler den Fahrmodus Simulation wählen. Schalte den Fahrmodus im Optionsmenü unter Spiel um. So. Genau das Richtige. Wollen wir mal dahin fahren? Und wow, das wisst ihr. Ach ja, und ich soll euch von Nancy daran erinnern, dass die Tasty Patisserie noch Bestellungen annimmt für den bevorstehenden Mardi Gras. Sagt ihr einfach, dass Remy euch schickt und ihr kriegt einen Kuchen gratis dazu? Habe ich das jetzt so eigentlich eingegeben oder fährt er jetzt automatisch dahin? Hups. Und bestellt ihr oder so. Grüße von mir. Ich weiß, ich soll meinen Kaffee nicht während der Sendung Yacht, genau. Genießen. Yachtclub. Freunde, ab geht's. Machen wir dahin. Das läuft schon ganz rund an, Leute. Ich sag euch, wir haben hier gerne unseren Spaß, liebe Hörer. Und genau darum wird es ja beim Mardi Gras bald auch wieder gehen. Um guten, altmodischen Jubo-Do-Spaß. Und wenn die Begeisterung da etwas mit mir durchgeht, sorry. Aber ich bin wirklich begeistert. Ja, normal fahren wir ja langweilig, oder? Ich mich fühle, im 10. Jahr in Folge zu unserer Karnevalsgarde zu gehören, der Crew of Knights. Wir haben einen mörderischen Zugwagen geplant und werden uns da nicht lumpen lassen. Wisst ihr, das wird mein erster Mardi Gras seit dem Tod meines Vaters voriges Jahr. So, werden wir jetzt mal dahin fahren hier. Bullemanzei, ich hab nichts gemacht, nein. Ich bin ganz anständig. Oh, Dame. Er war ewig, ihr Hauptmann. Das ist gar nicht mehr wie viele Jahre.
Und Daddy war damals sogar Rex. 1932. Für die unter euch, die sich so weit zurückerinnern können. So, Freunde, dann wollen wir mal sehen, dass wir jetzt zu den Yachttür kommen. Was für ein Mann. Mehr als alles andere war es die Tradition. Das Gefühl, zu etwas dazu zu gehören. Zu dieser Stadt zu gehören, die er so liebte. Auch ein schönes Auto gewesen. Mein Vater glaubte fest, dass jeder seine Rolle zu spielen hatte. Und dass jede Rolle zum großen Ganzen beitrug. Rot! Diese Roten da drüben in Russland. Sie versuchen, uns das als Gleichheit zu verkaufen. Ups. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß. Also ich kann euch sagen, Kaffee ist wirklich klasse. In der nächsten Folge der lebt es sehr gefährlich. Dass Präsident Johnson allen Ernstes einen Kuhhandel mit den Russen plant, um unser Abkommen. Nein! Nein! Schön Auto! Hui, ist aber dunkel geworden. Da wird es am Anfang mit regnen. Ja, ein bisschen gechillt, die Musik. Oha. Rede mit der Wache. Machen wir doch. Oh, girl. So, aussteigen. Das Gejaule. So, Waffen haben wir keine einchecken. Oder nicht sichtbar. Da wollen wir uns mal die, ja, reinfuchsen. Wie kommst du dazu, einfach vorzufahren? Das Personal geht zum Hintereingang rein. Ich bin hier, um Mr. Marcano zu sehen. Ach, wirklich? Dass ich das noch erlebe. Benimm dich anständig, solange du da drin bist, Kleiner. Oder du kriegst mächtig Ärger, kapiert? Natürlich. Triffe dich mit Georg. Georg. Ja, werden wir das mal machen. Wir rennen hier. Können wir nicht mal normal laufen? Ah, gut, danke. Das sieht ein bisschen anständiger aus. Natürlich nicht irgendwie einen Verdacht zu schöpfen. Damals wussten die Farbigen noch welche. Was ist mit Farbig? Hä? Ui. Lincoln Clay! Scheiße, Mann! Sieh einer an! Ich wette, die Schlitzaugen haben sich eingeschissen, als du ankamst. Hey, Georgie, lang ist's her. Wie geht's? Allerdings ist das lang her. Ich erinnere mich noch an unsere letzte Nacht im French Ward, bevor du aufs Schiff bist. Mann, war das eine Schlägerei. Ich weiß nur noch, wie wir vor den Cops abgehauen sind und dass Danny in der Ausnüchterungszelle gelandet geil, ist. Geil, Mann, ich hab ihn rausgekauft. Aber das war's wert, um diese Baguette-Ärsche zu vermöbeln. Fluppe? Gerne. Oh, Mann. Sammy sagte, dass Mr. Marcano mich sehen möchte. Mr. Marcano? Scheiße. Klingt ja, als wäre er ein verdammter Anwalt. Sag einfach, Sir. Er ist hinten. Träumchen. Ich hätte mir was anderes anziehen sollen. Wenn einer von diesen Spießern ein Problem mit deinen Klamotten hat, dann soll er es dem Alten ruhig sagen. Das geht ihm am Arsch vorbei. Ha, der Vorteil, wenn man vor Geld stinkt. Olivia, tut mir leid, Darling, aber ich habe noch einen Termin. Remy, war mir eine Freude, wie immer, Sir. Noch zwei Gläser. Lincoln. Schön, dich zu sehen. Das ist Vito Scaletta. Der, von dem ich dir erzählt habe. Na los, Lincoln, setz dich. Alte Bekannte. Du warst in Vietnam, ja? Ja, Sir. Sir sagt, du hast dir da ein bisschen Lametta verdient. Ich hatte sehr gute Männer. Ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen. Army? Marines? Zuerst Army, dann Versetzung zur 5. SFG. Special Forces? Ich sag doch, der ist was Besonderes. Ich meine, es wird nicht schief gehen, aber falls doch, verdammt, dann will man so einen Mann an seiner Seite. Wenn du für ihn bürgst, Sal, reicht mir das. Gut, ich habe noch einiges zu erledigen. Danke für den Drink. Aus Mafia 2. Gott, was für ein Arschloch. Falscher 50er.
Die Kommission hat ihn vor 15 Jahren aus Empire Bay hier runtergeschickt. Seitdem hängt er verdammt nochmal hier rum, dieser blöde Wichser. Du fragst dich sicher, was du eigentlich hier sollst. Sammy konnte mir nicht wirklich etwas sagen. Zweimal im Jahr zieht der Staat altes Geld aus dem Verkehr und vernichtet es. Und im Verlauf der nächsten Tage wird dieses Geld abgeliefert. Und zwar genau hier, bei der Reserve Bank. Und sie wollen einen der Transporte überfallen? Nicht doch. Wir werden bei dieser Gelegenheit in ihren Tresorraum einsteigen. Und alles ausräumen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sollten 6-7 Millionen drin sein, leicht. Das ist aber ganz schön mutig. Nein, das ist die Chance unseres Lebens. Das ist es. Vito spendet eine Menge Kohle für den Job und besorgt die Kombination für den Safe. Warst du schon bei Danny? Nein, noch nicht. Dann mach mal. Wir brauchen ihn und seinen Alten bei der Sache. Und sie werden dich brauchen, also triff dich mit ihnen, sind immer noch am alten Platz. Noch was, das wir besprechen sollten. Sicher weißt du von den Problemen, die Sammy in letzter Zeit hatte. Ich habe mich um die Haitianer gekümmert. Wenn sich die Sache beruhigt, kommt auch wieder Geld rein. Siehst du, so liebe ich das, das habe ich gemeint. Du bist nicht rumgehockt mit dem Daumen im Arsch. Du hast dein Problem erkannt, bist draußen, hast es gelöst. Und sowas ist mir verdammt nochmal wichtiger als alles Geld. Wir zahlen unsere Schulden, so wie immer, keine Frage. Also, das weiß ich. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber weißt du, Junge, auch wenn wir quitt sind, sitzt du immer noch fest am Arsch dieser Stadt. Du hast keine große Zukunft. Aber da gibt es vielleicht einen Weg raus, verstehst du? In unser aller Sinne. Was meinen Sie damit? Hör zu, nicht, dass du das jetzt in den falschen Hals kriegst oder irgendwas. Sammy ist ein Spitzenmann, aber er wird nicht jünger. Und ich denke, es ist Zeit, was zu verändern. Also, ich glaube nicht, dass Alice so weit ist. Ich rede nicht von Alice. Ich spreche von dir. Ich will dich als Chef im Hollow. Das kann ich nicht tun. Also sieh mal, wenn du wegen Sammy besorgt bist, nein, vergiss es gleich. Wir waren schon immer auf einer Linie und dieser neue Job, du weißt schon, da bleibt mehr als genug für die Rente hängen. Er hat mich aufgenommen, als ich nirgendwo anders hin konnte. Er hat mich wie einen Sohn behandelt. Sorry, Mr. Marcano, das kann ich ihm nicht antun. Scheiße, mein Sohn. Ich müsste lügen, wenn mich das nicht ein bisschen verstimmen würde. Aber ich sehe schon, du bist loyal. Findet man selten in diesen Tagen. Wollen Sie immer noch meine Hilfe bei dieser anderen Sache? Ha, natürlich, was denn sonst? Und wenn alles vorbei ist, werden wir mehr als Quitt sein, Junge. Darauf mein Wort. Was wollen Sie wirklich hören? Dass wir jeden entführt und gefoltert haben, den wir in Verdacht hatten, für die Vietcong zu arbeiten? Ich möchte herausfinden, welche Ausbildung Lincoln Clay in seiner Zeit in Vietnam erhalten hat. So jemand braucht keine Ausbildung. Man setzt ihn auf ein Ziel an und macht, dass man aus dem Weg kommt. Und das Böse beginnt. Wovor hast du Angst, Junge? Schau doch mal da drüben. Hier ist er nicht, Männer. Versuchen wir es da drüben. Ich kann nichts sehen. Alte Bekanntschaft, wir geben jetzt nicht auf. Mach nicht. Wir schaffen das. Ja, Freunde, wenn ihr den von uns gerade gesehen habt, ja, das war die Hauptfigur von Mafia 2, Freunde. Informationsansicht. Verfolgte Gegner, die du entdeckt hast mit der Informationsansicht. Sie zeigt euch, zeigt auch Ziele, Waffenschränke und Medizinschränke in der Nähe an. Informationsansicht aktivieren mit V. Ja. Ich habe Sichtkontakt zu... Herzlich willkommen zurück in der Bank. Ui, wir sehen Leute. Rote Leute. Er feuert auf mich. Der freie Schussbahn. Die hier drüben mal Hilfe brauchen. Und einer ist noch übrig. Nicht mehr. Schön. Triff dich wieder mit Georgi. Ich nenne ihn jetzt mal Georgi. Hui! Schön! Hallo! Verdammt, Alice, wo bleibt ihr denn? Der scheiß Bohrer ist dauernd heiß gelaufen. Bei dir und Lincoln alles okay? Ja, alles bestens. Wo ist Danny? Er schiebt alles weg, damit wir Platz haben, das Geld zu fangen.
Okay, wenn wir hier oben fertig sind, werfen wir das Geld runter. Mach schnell! Nein! Wir haben das Licht ausgemacht. Nein. Kümmert ihr euch um die Kohle. Ich mach das hier klar. Ach du Scheiße. Keine Spur von ihm hier. Sehen wir da drüben nach. Hallo Licht. Scheiße, so viel Spaß hatten wir schon ewig nicht mehr. Nee, seid ihr so Kasten. Versuch uns rauszutreiben. Konzentrier dich drauf, was du tust. Deckung wechseln. Deckung wechseln mit W in Richtung der Deckung in der Nähe drücken. Und drücke dann STRG. Deckung umkreisen an der Kante der Deckung WASD. In Richtung einer Ecke drücken, halte dann STRD. STRG gedrückt. Upsa. Sind das nicht die Wachleute, die angeblich aus Baton Rouge kommen? Warum mit dem Munition, Freunde? Heidi ho! Immer rein mit dem Gemüse. So, dann gehen wir halt auf Pistole, wenn es nicht anders geht. Nein! Duck dich! Verdammt! Das war jetzt gar nicht mein Ziel. Könntest du jetzt mal ein bisschen schneller bohren? Verdammt. Ich hab hier ein bisschen Freunde. Stealth Dude. Mama. Mama. Ich blute zu stark. Lebst du noch? Fuck, die Wachleute ballern uns über den Haufen, sobald wir losrennen. Sag Danny, er muss uns hier rausholen. Mag ich. Diese Arschficker haben uns eingekesselt. Du musst dir was einfallen lassen. Ich hab TNT. Ich bring es auf unserer Seite an und lass es krachen. Und was genau soll das bringen? Wenn wir Glück haben, wird das Loch groß genug, dass ihr durchpasst. Wieso Glück? Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da tust? Das ist Dynamit. Wie kompliziert soll das schon sein? Okay, brennt. Weg von dem Loch. Nein! Hilfe! Na! Oh, Scheiße! Ja, das ist, denke mal, das Loch reicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Danny, du bist ein Held. Mann. Danny ist ein Held. Danny ist ein Held. So! Oh Gott! Tu das weg, Alice! Ich versuch's ja! Dannys Bein ist eingeklemmt! Helft mir mal! Niemand weiß genau, warum Selma Kano es auf Thomas Burke abgesehen hatte. Aber er nahm ihm Point Verdun weg und gab es einem Vollstrecker namens Roman, der Schlachter Barbieri, der prompt eines von Burkes Beinen zerfetzte. Danny Burke machte bei dem Überfall mit. Ich meine, er war Schrauber, er hatte noch nie sowas zuvor gemacht. Aber Thomas Burke bestand darauf. Er hoffte bei einem Erfolg der Aktion. Würde Sally ihm vergeben und er bekäme Point Verdun zurück. Hui! 26. Februar 1968, ein Tag. Jeder andere. Ja, noch mehr zu stopfen, ne? Hey! Angeblich gibt's nichts Geileres als eine vietnamesische Pussy. Siehst du das auch so? Vielleicht.
Casanova Clay. Shit, Mann, ist verdammt gut, dich zu sehen. Ja, dich auch. Hey, wie geht's, Nikki? Sie wollte auch kommen, aber naja, du kennst doch. Oh Gott, verdammt, Mann, so ein Scheißteil! Ja, allerdings. Komm, wir trinken Bier. Warten wir, bis der Alte sich beruhigt hat. Dann kann's losgehen. Okay. Hey, was geht? Ja, ich nehme auch eine Limo. Ich hab schon alles vorbereitet und organisiert. Die Mädels werden da sein und so weiter. Aber wir nehmen lieber mein Auto. Mit deiner Scheißkarre können wir da nicht einlaufen, hey, oder? Was ist, du nennst meinen Superschlitten eine Scheißkarre? Pass auf, ich Junge. Ich sag nur, es gibt bessere Möglichkeiten. Das kannst du vergessen. Seine Karre ist der Hammer. Ich hab einen neuen Big Block drin versenkt, bevor er nach Vietnam ist. Das ist nicht das Einzige, was du versenkt hast. Vielleicht solltest du ihm erzählen, wie du dir die Kiste von Alice gepumpt hast, um mit den Girls auszureiten. Hey, Mann, halt mich doch los, ein Auto gefickt. Kein Grund zur Besorgnis. Er war immer gut eingepackt. Bitte, ich hab schon einen verfluchten Bastard in meinem Leben. Ich brauch nicht noch einen. Weißt du, was du machen wirst? Sauber. Und zwar jeden scheiß Zentimeter. Nicht nur die Rückbank. Ich fahr doch nicht mit deiner Wichse durch die Gegend. Und du aushilfst, Clown. Du hilfst ihm dabei, klar? Vergiss es, ich hab doch keine abgekriegt. Das wundert hier keinen. Ach du lieber Himmel. Ehe ihr Jammerlappen irgendwas gebacken kriegt, gewinne ich einen verdammten Zehnkampf. Schon gut, Dad. Alles klar. Danny, alles, ihr bohrt mit dem Bohrer ein Loch in den Boden des Tresorraums. Du und Georgie, ihr wartet drin. Ihr werft das Geld runter und dann raus, so schnell es geht. Der dämliche Bohrer ist kein Leichtgewicht. Also brauchen wir ein Boot, um ihn durch die Kanäle in Position zu bringen. Alice und ich besorgen das Boot. Georgies Alte hat einen Wächter der Bank geschmiert. Er überlässt euch einen Truck. Mit der Karre und den Uniformen kommen wir garantiert unbemerkt da rein. Kommt, wir sollten langsam. Ich muss noch bei Scarletta vorbei, paar Sachen vorbereiten. Und ihr zwei Arschgeigen glaubt nicht, dass ihr um die Sache mit dem Auto drumherum kommt. Das Ding ist sauber, wenn ich wiederkomme, sonst gibt's was ich an die Backen. Ich putz den Scheiß nicht. Oh ja, das wirst du. Mein Vater hat viel angepackt. Das meiste ist missglückt. Aber als junger Kerl hat er mal Schnaps geschmuggelt. Und so kannte er die Kanäle unter unserer Stadt. Und wusste, dass einer davon direkt unter dieser Bank verläuft. Es war seine Idee, diesen Bohrer mit einem Boot dorthin zu bringen. Er war ein echtes Dreckschwein, mein Vater. Er trägt die Verantwortung für alles, was passiert ist. Wenn du deinen Kopf riskieren willst, fein. Aber halt den eigenen Sohn da raus. Es ist seine Schuld, dass Danny tot ist. Ich lebe. Alle drin? Wir müssen los. Alle da, hau rein! Die Wachen kommen durch das Loch! Scheiße, noch mehr Wachen! Los, weg! Diese Schweine, die kommen, schneiden uns den Fluchtweg ab! Wir finden einen anderen Weg hier raus. Der Tunnel muss ja irgendwo hinführen. Oh, Alter. Ja, fährt sich wie eine alte Gummiente. Ja, halte Unschein gedrückt, natürlich hin nach hinten zu gucken. Die Scheißbullen! Sie eröffnen das Feuer! Ich zeig's euch, ihr Schweine! Voller die Weltfee! Ist ja voll Action hier! Los, kommt her, ihr Wichser! Alter, Alter! Ihr Wichser! Weiter, nicht langsamer werden! Kommt her, ihr Inzestficker! Was? Wo hast du denn Boot fahren gelernt? Was? Was? Georgie, kriegst du sie? Nein! Nein! Oh, tut das weh! Fuck! Inzestficker, na da, ey! Sorry, muss ja noch zensieren! Ich brenne! Freunde, könnt ihr das Boot mal löschen? Die Rampe, Vollgas lenken! Bist du wahnsinnig geworden? Scheiße, scheiße, scheiße! Gescheiter! Das Boot wurde zerstört, aufgebracht, fehlgeschlagen. Ach, ist doch nicht der Ernst, ey. Das ergibt keinen Sinn. So kann es nicht gewesen sein. Schreibe deine eigene Geschichte. Nochmal.
Nochmal. Also das möchte ich bitte nochmal machen. Alle drin, wir müssen los. Alle da, hau rein! Die Wachen kommen durch das Loch! Scheiße, noch mehr Wachen, los, weg! Nochmal der ganze Scheiß. War das ein Spaß? Die schneiden uns den Fluchtweg ab! Wir finden einen anderen Weg hier raus. Der Tunnel muss ja irgendwo hinführen. Yeah, baby, baby, schön, Freunde, Mann, das macht ja Spaß. Die Scheiß Bullen, sie öffnen das Feuer, ich habe ihm meine Kugel verpasst. Yeah, ich gehe gleich mal auf die andere Seite, weil ich will jetzt ganz genau, dass hier vorne ein Schuss ist, genau da bei dem Satz. So. Ich seh dich, Schwanzlutscher! Da kommt ein Boot komm geflogen. Her, ihr Inzestficker. Na. Solche Ausdrücke hier. Hip, die Rampe, Vollgas, Lincoln. Bist du wahnsinnig geworden? Ja. Hilfe. Scheiße, scheiße, scheiße! Nein! Was? Was? Oh. Jawoll. Ist bei euch alles okay? So eine verrückte Scheiße habe ich noch nie miterlebt. Ich bin bloß froh, dass wir noch leben, Leute. Und, wie geht's jetzt weiter? Es gibt nur einen Weg, darauf. Willst du mich verarschen? Da wird's vom Bullen nur so wimmeln. Mal sehen. Wenn wir Glück haben, sind die so mit dem Mardi Gras beschäftigt, dass sie uns gar nicht sehen. Gehen wir. Verdammt, war das ein Spaß. Voll die Dröhnung. Sag mal, musst du mir unbedingt so an den Arsch fassen? Deine Klappe und kletter weiter, Mann. Gib mir die Hand, komm schon. Hier, komm her, hab dich. Hab dich. Gut. Okay, wenn wir da raus sind, gehe ich zum nächsten Telefon und rufe uns einen Wagen. Kannst du gehen? Ja, wenn mir jemand hilft, geht's schon. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich dich trage, du Klappstuhl. Lass mich mal. Hey, 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 was soll das? Lass mich runter! Wenn einer fragt, sagen wir, er ist besoffen. So, ihr schnappt euch die Kohle und dann raus hier. Verdammte Scheiße! Jetzt haben wir schon am Arsch. In der Hand am Arsch, jetzt hat er auch das Gesicht am Arsch. Ja, arme Schwein. So, dann tragen wir jetzt mal hier diesen Besoffenen, in Anführungsstrichen. Oh, schön! Party! Yeah! Das ist ein Träumchen. Hey, verbrenn dich nicht! Das hat schon ein Arschgesicht. Mach schon. Oh, schau dir diese Maps an. Na, Kleine, wie wär's mit uns zwei? Danny, leise machen. Man kann wirklich ihre Titten sehen? Oh Mann, verdammt! Der Schnauze, bevor sie uns wegen dir einkassieren. Holla, die Waldfee. Und denen geht's auch nicht mehr so blendend hier. Stopp! Verdammt nochmal! Stopp! Leck mich, Drecksau! Die ist ja voll Action. Telefon. Wo ist er denn? Los. Ach, so lasse ich mich nicht behandeln. Ich rufe Sammy an. Ja, ja, was sollen wir noch alles machen? Schön. Wir stecken in der Scheiße, du musst uns helfen. Wo seid ihr? Genau neben der Parade. Danny ist verletzt. Ich kann dir keinen Wagen schicken, weil die Straßen gesperrt sind. Hör zu, an der Rückseite vom Friedhof ist ein Lebensmittelladen. Kannst du da hinkommen? Ja. Da wartet ein Wagen an der Laderampe. Und Lincoln, seid vorsichtig, hörst du? Ihr beide, du und Alice. Sind wir.
Ich gehe zum Fluchtauto. Jesus ist unser Begleiter. Aha. Mann, hier ist er voll Action. Schickt uns einen Wagen zum Lebensmittelladen. Guck mal, ein Kartoffelkopf. Gott schütze deinen Alten. Los, komm. Schöne Halloween-Maske. So, wir tragen mal hier diesen schwer verletzten Danny natürlich zum Fluchtauto. Pass auf, wo du hingehst. Hui. Feuerwerk. Da-dam, da-dam, da-da-da-dam. Ihr langt mal durch die Bar. Schweine, mir zu erzählen, die Party sei vorbei. Ich bestimme, wann die Party vorbei ist. Halt, hier rein. Hallo Mädels! Wir erhalten zwar noch weitere Meldungen, doch es scheint wurde die Bundesbank im Zentrum von New Bordeaux ausgeraubt. Quellen bei der Polizei berichten von mehreren getöteten Fachleuten. Die Täter seien bis Bullemann sei. Scheiße, habt ihr gehört? Wir sind in den Nachrichten! Halt's Maul, Georgie, wir müssen weiter! Mist, die haben das Boot gefunden. Bleib cool, Mann, ist noch nichts verloren. Richtig, ruhig bleiben. Nicht auffallend sein. Einfach mal hier zugucken bei diesen Affenperschen. Nein, hier komme ich durch. Verdammt. Oh, hier drüben waren... Du hast Glück, dass sie dich versoffene Assel nicht im Graben liegen lassen. Man betrachtet hier drüben diese Schlägerei oder dieses Zusammentreten von diesen Menschen. Ja, wird das schön Feuerwerk. Ein Träumchen, wie wir hier durchschlindern. Was machen wir jetzt? Alice. Hier ist alles voller Scheißbullen. Alice, Ruhe. Wir kriegen das schon hin. Okay, ihr nehmt Danny und die Kohle und geht zum Auto. Ich kümmere mich um die Bullen. Nein. Ich lenke sie ab. Kommt gar nicht in Frage, Mann. Schon gut, geht ja nicht allein. Jesus hier ist unser Begleiter. Amen. Also, gehen wir. Warum? Ah, rote Fahndungston. Ich wollte gerade mal noch ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, deswegen habe ich erstmal so einen Clown abgeschossen. So, du bist in den roten Polizeifahndungszone. Auf den Cops werden erst schießen, wenn du dann... Was? Und dann Fragen stellen. Wie immer. So, von der Polizei verfolgt. Um die Polizei abzuhängen, verlasse die blinkende... Ja. Wurde gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. Wo muss ich denn hin? Officer vor Ort hat verdächtig gesichtet. Mit äußerster Vorsicht sehr. Ja. Nein! An alle Einheiten. Nein! Ach nein. Warum? Ach. Blöd. Ja, es wird schwerer, man merkt's. Oh, nicht lange fackeln, wir hauen hier ab. Komm ich hier durch? Mann, ich komme hier nicht durch. Scheiße, nein. Na toll. Das Auto ist ja sehr weit weggeparkt. Das war eine sehr, sehr gute Idee. Echt. Ein Träumchen. Können wir gleich hierbleiben auf dem Friedhof. Ist das eine Schusswaffe?
Nein, nein, nein. Ich muss mich doch irgendwie verstecken. Das wäre wahrscheinlich die beste Variante, irgendwo untertauchen. Ach Mann! Blöd! Blöd, 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 blöd. Wo untertauchen, wo untertauchen, wo untertauchen, wo untertauchen? Nein, die kommen nicht durch! Mann! Vorsicht, Platz da! Können wir jetzt irgendwo verstecken? Die laufen einfach vorbei. Nein! 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 Ach Gottchen! Blöd! Es ist schwierig, ihr merkt. Ich habe eine richtige Taktik rausgefunden. Mann. Mann. Ach Mann. Aber wohin rennen? Oh, jetzt bin ich gegen Clown gerannt und bin gestorben. Na schön. Ey. Was? Es ist ziemlich schwierig. Man sollte nicht gegen Clowns rennen. Es könnte tödlich sein. Natürlich. So. Kann ich irgendwie eine Geisel nehmen oder so? Wir sprinten und sprinten und sprinten und werden angeschossen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ja scheiße. Ah! Blaue Blütezeit und du bist eine... Ja, schau dir deine vorne... Aha. Toll. Das hat mich jetzt total rausgebracht. So Freunde, ich würde sagen, das machen wir in den nächsten Teil. Ja, ich denke mir erstmal Plan aus hier. Bis zum nächsten Teil. Tschö.